dort beim Buckelsberger Weg. Händen aus am Fischersteg, gleich am Heimersberger Platz, wo kein Hund sich und kein Katz. Da hockt ein Mann auf meiner Bank, ja, ich steh den krank. Ja, vielleicht hat er's mit dem Kreuz, oder hat einen Nervenreiz. Vielleicht hat er Krach daheim, oder alles gleich ein Alm. Vielleicht ist ihm einfach schlecht, oder sonst nicht recht. Wenn da jeder hocket, der das Gesicht bloß nach der Sonne dreht, so dass er aber gar nichts tut, das tut allgemein nicht gut. Der könnte sich doch beschäftigen, das ist doch auch ein Kräftiger. Irgendwas ist an dem Faul, dem hau ich gleich aufs Maul. Was macht der Mann allein so da? Hockt sich einfach da so nah, als ob er nichts zum Schaffen hätte. Ist er krank, gehört er ins Bett. Einfach hocken, mittags drei, da gangen die Kinder vorbei. Sieht so aus, als käme der fast geraden Weges aus dem Knast. Ja, vielleicht ist's ein Terrorist. Man weiß ja nie, was einer ist. Man guckt in solche Leute nicht rein. Das könnte ein Mörder sein. Wenn da jeder hocket, der das Gesicht bloß nach der Sonne dreht, so dass er aber gar nichts tut, das tut allgemein nicht gut. Er könnte sich doch beschäftigen, das ist doch auch ein Kräftiger. Irgendwas ist an dem Faul, dem hau ich gleich aufs Maul. Bevor der mir nur etwas tut, in seiner aufgestauten Wut, holet mir am besten gleich die Feuerwehr und Polizei. Ja, schon allein, wie der jetzt guckt, gleich ein Klappenmesser zuckt. Plötzlich steht der einfach auf, winkt zu mir am Fenster auf, und nur trifft mir fast der Schlag, wünscht er mir einen schönen Tag. Ich ruf nach, lass mir in Ruhe und mach mein Fenster zu.